Kontaktpflege auf Affenart. Konzentriert sind diese beiden bei der Sache. Zentimeter für Zentimeter wird das Fell des Gefährten durchkämmt. Ich mag dich, heißt dieses Verhalten auf Effisch. Es schafft Vertrauen zwischen den einzelnen Tieren einer Gruppe und stimmt ranghöhere Tiere gnädig. Dass es außerdem auch Spaß macht, ist unübersehbar. Schneeaffen sind wahre Genießer. Diese beiden haben einen Logenplatz am Beckenrand besetzt. Nur nichts verpassen, lautet die Devise. Die besten Plätze sind im wahrsten Sinne des Wortes heiß begehrt. Doch auch hier gelten die strengen Regeln der Affenhierarchie. Platz gemacht, der Chef kommt. Die Aufregung war umsonst. Schnell wieder zurück ins wohlig warme Wasser. Auch für den Affennachwuchs ist das Bad ein paradiesisches Plätzchen. Kumpane zum Toben gibt es hier mehr als genug. Unseren Winter im Höllental werden wir nicht vergessen. Frierend haben wir oft neidisch die Affen beobachtet. Manchmal auch geflucht, wenn sie im Affenzahn um das Bad gerannt sind und unsere Kameraausrüstung mit Wasser bespritzt haben. Doch wir haben auch noch nie während der Dreharbeiten Tiere so anziehend gefunden. Noch nie sind sie uns so menschlich vorgekommen wie die Schneeaffen im Höllental von Jigokudani. Wir trauen unseren Augen nicht. Ein Sprung vom Beckenrand ist die Krönung im Affenschwimmbad. Affen sind immer neugierig. Schneeaffen dazu noch besonders badefreudig. Immer neue Tauchgänge erschließen den äffischen Wasserratten die Unterwasserwelt ihres Thermalbads. Japans letzte Tierparadiese, es gibt sie noch. In Schnee und Eis haben wir sie gefunden, auf steilen Gebirgspfaden und an wildromantischen Küsten. Aber auch in Japan kämpft die Natur ums Überleben. Städte wachsen ins Uferlose, Felder erobern die letzten Feuchtgebiete und immer neue Straßen erschließen die abgelegensten Bergregionen. Nur die Schutzgebiete und Nationalparks machen Hoffnung, dass auch in Zukunft die einzigartige Tierwelt im Land der aufgehenden Sonne erhalten bleibt.